Hallo zusammen und willkommen zurück beim PC Building Simulator. Schön, dass ihr alle wieder da seid. So, wir haben ein paar Sachen bestellt. Grafikkarten, Speicher, Festplatten, alles da. Sehr gut. Licht an. Rechner an. Jetzt muss ich gerade mal kurz mich sammeln. Der hier wollte eine Grafikkarte haben. Lorraine, da ist er. Eine MSI. Ja, da hat man zwei bestellt. Ich weiß Bescheid. Da ist sie. Das gute Stück. Dann müssen wir hier erst wieder was entfernen. Und dann passt sie auch rein. Hier hat so viele weiße Kabel drin. Dann kriegt sie jetzt auch weiß. Kabel. Kunststoff ummantelt. So. Strom. Achso. Erstmal Strom drauf machen, ne? Ja, er läuft. Er läuft. So, die Verriegelung noch. Netz trennen und Abfahrt. So, haben wir irgendwas mit Zeit, was schnell gehen muss. Hier ist eine Diagnose, das ist jetzt interessant. Und Viren reinigen. Den Viren reinigen können wir hier hinten hinstellen. Viren reinigen, Viren beseitigen. Da brauchen wir erstmal nichts. Da machen wir die Kabel dran und können den Virenscanner installieren. Und holen wir schon den nächsten Rechner. Den mit der Diagnose. Genau. Hatte ich das nicht beim letzten Teil auch so gemacht, dass wir immer Virenscanner gemacht haben? Ich glaube, ne? Irgendwas war mir so. So, Fehlerursachen ermitteln. Wer kennt das nicht von uns? Hier starten wir einen Scan. Entfernen den Virenscanner wieder. Jetzt neu starten. Hat man noch was? Ah ne, das war Black Petterberg. Ne, da hatte sonst nichts. Alles gut. Der läuft. Weg. Also wir sollten erstmal noch starten. Keine CPU gefunden. Das ist Katastrophe. Das heißt, dann ist wahrscheinlich CPU geschmolzen oder Board kann ja eventuell auch einen Schaden haben. Genauso wie ich. Ryzen 5. Und?
ist kaputtig. Fünfhundert, da ist er doch. Ne, das ist die Wärmeinventar und wir haben. Da ist er. In den Warenkorb. Wer war das? Real Cheese. Ja, ist auch das, was er bezahlt. Gut. Das müssen wir bestellen, das Teil. Dann gucken wir jetzt hier. Staubreinigung. Und 8 GB. Und Grafikkarte. Und Kaffee hier. So. Dem hatten wir die, glaube ich, bestellt. Da ist auch ein Weißkabel drin. Will der eventuell was anderes haben? Kunststoff hellgrau. Ja, okay, wir haben jetzt eh so viel entfernt, dann können wir das auch machen. Hinten ist noch eins. Einigen weißt du echt nicht, wo du da anfangen sollst. Da ist noch eins. Zack. Unten irgendwo. Da auch noch eins, oder was ist das hier unten? Keine Ahnung. Ist hier unten noch irgendwelche Anschlüsse? Nö. Da. Bin doch noch irgendwo was. Deswegen mache ich das so ungern. Du siehst die Kabel nicht alle. So, und 8 GB. Achso, der hatte eine 4 drin und der wollte nochmal diesen 4er Speicher haben. Gut. Hellgrau. Einfarbig hellgrau. Wenn der das ist. Einige Kabel müssen wir auch, glaube ich, kaufen, ne? War mir so. Naja, erstmal wieder die ganze Anschließerei hier. Festplatte, Lüfterchens, den Anschalter hoch. Haben wir alles? Ich glaube ja. So, Strom drauf. Seitenverkleidung dran. PC läuft. Gut. Was haben wir denn hier? Bleistiftkrank. Was für ein Name, ey. Also. Kunststoff-Weißkabel, kann er sich sonst wohin schmieren, machen wir nicht. Virensuche und CPU. Hat doch schon Weißkabel drin. Noch nicht alles.
das ist auch weiß. Hier hinten sehe ich das nicht. Ist auch nicht weiß. Aber ansonsten müssten wir jetzt eigentlich alles haben. Sehe ich nicht. So. Dem hatten wir, glaube ich, auch eine 1500 bestellt, ne? Gehen wir noch 1400. Wo haben wir den 1400er bestellt? Dieser ist kaputt, den kann man nur verkaufen. Der war da, glaube ich, drin. Dann kommt minimalst besser. Was jetzt so ein Gewinn ist, mag ich ja stark bezweifeln. Bin ich noch irgendwo eine Verriegelung? Halt! Wollte doch die weißen Kabel haben. Ummantelt. Das ist aber nicht weiß. Doch ausgewählt. Ah ja, dann nicht. Warum willst du jetzt hier nicht? Komisch. Egal. So. Wärmeleitpaste. Und hier kam. Welcher war denn jetzt hier drauf? Und vor allem, wo kommt der andere her? So von dem hier, ne? Real Cheese. Das ist jetzt aber böse. Sonst steht das doch immer da. Warum kann ich den hier nicht zumachen? Ist doch hier noch gar nicht zu. Da. So winzig. Aber welcher gehört jetzt dazu, Mensch? Der hier drauf. Das ist jetzt echt peinlich. Ich will jetzt auch nicht mehr gucken. Wenn, dann ist das halt so. Irren ist menschlich. Bei mir sowieso. So, und Viren hatte der, glaube ich, auch noch Bleistift, ne? Jawohl. Dann machen wir den USB-Stick hier rein und starten einmal. Wir gucken jetzt mal bei dem anderen Rechner. Dann noch was. Da vielleicht erkennen, was Phase ist. Real Cheese. Prozessorkühlung. Arctic Freezer. Steht das vielleicht hier noch drin? Nee, wenn es ausgebaut ist, steht das hier nicht mehr drin. Das ist richtig blöd. So.
scannen, säubern, fertig. Entfernen, Neustart. Da fehlen noch Kabel. ETF. Was? Ah, die SSD noch. Ja, vergessen anzuschließen. Da müssen wir nochmal starten. So, jetzt sind wir aber fertig. Bin ich auch mal gespannt. Ansonsten sagen wir eben, der Lüfter war kaputt. Haben wir nichts extra berechnet. So, bis auf Real Cheese sind wir fertig. Blake Petterwerk. So, wen haben wir hier? Ja, das war der, genau. Da kriegen wir nur 4. Verwerfen. Real Cheese kriegen wir nix. Und der hat auch nichts zu beklagen. Was war der mit dem? Ich will nicht wissen, welches Netzteil das war. So, und dann mal was Neues. 16 GB aufrüsten. Was hast du denn Schönes verbaut? Team Group 2666. Das ist der. Und eine neue CPU. i5 6400. Das ist der. Das heißt, du kannst einen 6700 kriegen. Ja, was kommt hin? So, was haben wir hier? Jetzt geht's an die Leistungswerte. Ich habe neulich einen PC gesehen, der Leistungswerte von 3218 erreicht. Schaffen Sie das? Können Sie diesen Auftrag bitte vorziehen? Und er möchte keine Gebrauchteile. Können wir annehmen und uns angucken. Hat ja keine Zeit angegeben. Und hier haben wir einen. Oh, der will auch 3401 in 8 Tagen. Haben Sie schon mal was von Intel gehört? Nein. Nein. 200er Budget, was hat denn der verbaut? Ein i3. Was hat denn ein i3 für einen Prozessor? Das ist auch ein Skylake. Das sind die i5. i3, ja, ist auch Skylake. Hast ein Budget von 200. Ich glaube, dann reicht es schon durch den Prozessor. Oder wie sieht es mit der Grafikkarte aus? Aber wenn er schon nach Intel fragt, dann will er auch einen neuen Prozessor. Grafikkarte. Ja, 9290. Okay. 36.300. 200.
kriegst ein i5. Doppelt so viel Cores und ja, das dürfte hinhauen. Komm. Der ist zu teuer. So, was haben wir hier noch? Neue SSD. Speicher und Grafikkarten. Hier haben wir Lüfter und einen neuen RAM. Läuft doch. So. Dann müssen wir das Ganze noch bestellen. Zwei Prozessoren. Ja. Passt. Wir können mal, nee, nicht Hintergrund. Bei den Tools und Software wird nur noch einen zweiten USB-Stick für 300 total übertrieben. Systeminfo. Verschaffe dir genaue Angaben über die Systemleistung. Hatte ich das schon immer? Bin ich das? Bauartleistung. Ja, aber Systeminfo könnte immer nicht schlecht sein. Können wir uns ja mal kaufen für 400. Ist das ja bezahlbar. Installieren das mal hier. Auf unserem Rechner. Den kann man nämlich übrigens auch aufrüsten. Kann man ja auch mal bei Gelegenheit machen, aber wir haben, glaube ich, noch nicht genug Teile. Und extra was kaufen will ich auch nicht. So, was sagt uns denn Systeminfo? Aha. Also ich kenne das jetzt noch nicht. Ich kenne es natürlich vom Richtigen, ne? Guck, wir haben einen total alten Prozessor drin. Kann man das nicht vergrößern? Nee, ne? Doch, cool. Das sieht doch gut aus. Hauptplatine sehen wir, was verbaut ist. Chipsatz, ja, aber hat das jetzt für uns irgendeinen großen Wert, diese Angaben? Ich meine, wenn der Rechner nicht läuft, läuft er nicht. Und so erkennt er ja die Sachen. Wir wissen, was da drin ist. Vielleicht ist im späteren Verlauf natürlich nicht, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung. Naja, wir haben es jetzt erstmal. Wisst ja, meine Devise ist, haben ist besser als brauchen. So, und du wartest noch. Was hat man denn mit dem noch? Ach so, den Prozessor. Genau. Der Prozessor. Licht aus. Und dann machen wir Feierabend, Leute. Und wie immer gilt, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Euch noch einen schönen Tag. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.